Die Länderspielpause, sie steht vor der Tür. Die Unentschieden-Serie, in Anführungszeichen Serie, die wurde im letzten Part durchbrochen, als wir Joachim Löw bezwungen haben. Den FC Schalke 04 besiegt haben mit einem 2:0 Heimsieg. Und dementsprechend, ihr seht es da oben, wenn er so ein bisschen nach links oben guckt im Video, auf Platz 1 in der zweiten Fußball-Bundesliga stehen. Das ist die aktuelle Tabelle nach 9 Spieltagen. 4 Siege, 5 Unentschiedene, keine einzige Niederlage. Und die großartige Frage: Sind wir denn mittlerweile eigentlich die einzige deutsche Mannschaft ohne Niederlage? In der Bundesliga Dortmund gegen Heidenheim verloren, Leverkusen gegen Mainz verloren, Bremen auch mit einer Niederlage wiederum gegen Bayern 04 Leverkusen. Das sieht gut aus. Jetzt bin ich gespannt. Und in Liga 3 auch. Guck mal. In Liga 3 auch, wobei ich glaube, das war vorher auch schon so, als wir das letzte Mal geguckt haben. Regionalliga Nord, Bingo. Regionalliga Nordost, Bingo. Regionalliga West, Bingo. Und Regionalliga Südwest, ebenfalls Bingo. Und die Bayern, die kennen wir ja. Freunde, wir sind die einzige Mannschaft. Also ihr merkt, ne, ich bin selber überrascht, das ist jetzt nicht gefaked. Ich habe das vorhin nicht nachgeschaut. Aber wir sind die einzige Mannschaft, Regionalliga aufwärts, in Deutschland, die noch kein Spiel verloren hat. Der erste FC Nürnberg, er ist wieder wer. Und damit herzlich willkommen. Wir gehen rein heute, wie angesprochen, in die Länderspielpause. Das heißt, ihr seht es hier auf der rechten Seite einmal gegen die Spielvereinigung Bayern Hof das Testspiel. Und dann heute aber auch, es wird kein ganz kurzer Part, versprochen, die Partie gegen Hansa Rostock. Info für euch, ich habe es, glaube ich, schon in der letzten Folge mal angesprochen. Aha, das ist, glaube ich, noch ein alter Trainingsplan, oder? Haben wir den noch eingestellt? Ich glaube nicht, dass wir den eingestellt haben. Dann werde ich den, während ich was zu verlautbaren habe, einmal kurz umstellen. Nee, Info für euch nur kurz und schmerzlos. Ich werde, wie angesprochen, schon im letzten Part jetzt mal aktuell nicht auf eure Kommentare eingehen können. Nicht, weil ich es nicht will, das ist ja also, ne, klar. Sondern, weil ich über die Zeit rund um Ostern in Berlin sein wird, ein paar Tage. Dementsprechend will ich euch aber nicht komplett ohne folgen lassen. Heißt, nicht wundern, wenn irgendwas Brutales passieren sollte, im Sinne von, ich vergesse irgendwelche Verträge zu verlängern, ihr schreibt mir das unter jede Folge in die Kommentare und ich antworte nicht drauf, dann liegt das dran, dass ich eben schon alles so ein bisschen im Vorhinein aufgenommen habe. In dem Sinn auch, wenn es euch heute wieder gefällt, lasst natürlich sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Schaut gerne auf Twitch vorbei für die Livestreams. Und wenn ihr über die Osterfeiertage euch den FM holen wollt und den zocken wollt, ist dann natürlich ebenfalls in der Videobeschreibung unten ein Link. Da könnt ihr vorbeischauen. So, ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. Dadurch, dass eine Länderspielpause ist, in der aber im Grunde genommen, das muss man auch ganz ehrlich sagen, nicht so wirklich große Themen anstehen bei uns. Also ich wüsste zumindest nicht, dass es irgendwas gibt, was jetzt gerade mal so ein bisschen erledigt werden könnte. Ich bin am Überlegen, auf was wir eventuell mal ein bisschen schauen. Ich glaube, ich mache hier 2 Offensiveinheiten rein. Da machen wir ganz klassisch auf dem Freitag die Standards. Aber ansonsten, hatten wir jetzt irgendwelche Schwächen zuletzt? Eigentlich nicht so wirklich, ne, würde ich mal fast behaupten. Dann machen wir da einmal Ballbesitzsicherung. Wir machen einmal Umschalten, Pressing ganz klassisch. Und bei alle, wir können mal höchstens noch hinterlaufen in Offensive und Angriffsspiel über Flügel geben wir mal mit. Einfach auch mal ein paar andere Sachen machen, plus noch dazu dann im Nachgang das die Spielanalyse nach Rostock, damit die da auch mit am Start ist. Ansonsten, wie gesagt, werden wir uns so langsam aber sicher ein wenig durch diese wunderbare Oktoberwoche hindurch gleiten lassen. Der ein oder andere ist auf Länderspielpause. Gegen Bayern Hof die Partie, die werden wir uns dann wieder gemeinsam anschauen und dem ein oder anderen eventuell auch nochmal die Möglichkeit geben, ein bisschen Spielpraxis zu sammeln. Mal gucken, wer dann auch letztendlich alles auf Länderspielpause und Länderspielreise ist, während hier die nächsten IVs kommen, aber das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Also mit Innenverteidigern, da werden wir in diesem Safe gefühlt nur so zugeballert. Leo Greimel übrigens bei Osasuna, okay. Und wir also mit Noah Katterbach in der 11 der Woche. Ich glaube, die Form kann ich da loben, das war ganz in Ordnung. Ansonsten hat es da erstmal keiner geschafft. Und die Frage, da haben wir es. Also, Finn Jeltsch, Länderspielreise, deutsche U21, genauso ein Jens Kastrop und genauso ein Gianni Masusun. Er kommt am 16.10. zurück. Das ist relativ spät, oder? Wobei, die kommen auch am 15. zurück, das ist in Ordnung. Plus und noch ein Liam Morrison. In dem Fall sogar gut, dass ein Ricardo Pepi nicht in irgendeiner Art und Weise berufen wurde. Dem würde ich natürlich da ganz gern mal ein bisschen mehr Spielpraxis noch geben. Ich meine, der hat jetzt die letzten Wochen immer gespielt, aber der muss noch mehr ins Rollen kommen.
Wir brauchen die Saison über einen Ricardo Pepi, der trifft und trifft und trifft und, richtig, trifft. Das, wenn wir hinkriegen, dann wäre ich da super zufrieden. Es wird auch verdammt wichtig sein. Das hatten wir zuletzt ja mit der Partie gegen Schalke auch ein bisschen ein goldenes Händchen bei den Einwechslungen, was das Thema angeht, auch das natürlich wichtig. Aber ja, das wird schon, das wird schon. Ich wollte nochmal gemeinsam mit euch reinschauen, guckt euch das mal an. Also in den letzten 4 Spielen, da war Hertha und Schalke zu Hause, keine leichten Gegner noch dazu, auswärts in Dresden geht's auch immer gut her. In den letzten 4 Spielen ein einziges Gegentor kassiert. Ansonsten steht die Null ganz gut. Mal gucken, wie das jetzt in Rostock wird. Dann spielen wir zu Hause gegen Köln, die aktuell ja auch so ein bisschen ihren Erwartungen hinterherhinken. Dann Heidenheim, leider Gottes ja auswärts im DFB-Pokal, 2. Runde. Und dann geht's ins Derby, Freunde. Auswärts, Samstag, 2.11., 13 Uhr. Ich bin ja mal gespannt. Ich bin ja mal gespannt, was das wird. Ansonsten eine Info für euch, ich habe heute wieder einen herrlichen Kaffee am Start. Das möchte ich auch nicht vorenthalten. Ein herrlicher Kaffee, der wirklich, also muss ich sagen, er schmeckt aktuell vorzüglich. Er schmeckt aktuell wahnsinnig gut. Ich freue mich sehr, noch dazu ein Wässerchen. Es ist ein Traum, es ist ein Traum. Und heute ist bei mir gerade Montag, der 25.03. und es ist ein reiner FM-Tag. Früh aufgestanden, FM-Folge aufgenommen, dann um 10 Uhr gestreamt bis knapp 13:30, 14 Uhr. Dann kurz Mittag gegessen, jetzt gerade wieder FM aufnehmen, heute Abend wieder ein Stream. Freunde, der Fußballmanager ist mein Leben. Ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, wie es bei euch so aussieht. Wie viel FM zockt ihr am Tag? Wie viele Stunden im FM habt ihr bisher auf Steam, beziehungsweise im FM24? Ich bin nicht begeistert, ich bin gespannt. Aber darüber bin ich nicht gespannt, Freunde. Die Achillessehne von Mats Möller-Deli, die war scheinbar ein bisschen überspannt. Überlastung, 3 bis 4 Wochen raus und Luis Breunig 2 bis 3 Monate heraus. Muskelbündelriss an der Oberschenkelrückseite. Ja, na, herzlichen Glückwunsch. In seinem jungen Alter natürlich ein ordentlicher Rückschlag. Der wird dann irgendwann im neuen Jahr mehr oder weniger erst wieder einsatzfähig sein. Das ist bitter. Ich habe direkt aber die Option im Kopf. Ich glaube, wir werden Di Benedetto statt Mats Möller-Deli bringen. In der Zentrale. Ja, und dann werden wir das mal schauen. Also gehen wir es noch schnell an. Jelic muss raus, Kastrop muss raus, Möller-Deli verletzungsbedingt, Hangbo und Usun raus. Das heißt, auf der 6 gerne wieder ein Flo Flick. Auf der 10 wahrscheinlich ein Di Benedetto. Lass uns nochmal kurz die Attribute von ihm anschauen. Aber an sich finde ich, könnte das ganz gut passen für die Art, die wir da sehen wollen. Oder aber halt ein Puerta. Kastrop ist halt leider nicht mit dabei. Geht bei jeder Gelegenheit nach vorne. Passt eigentlich Puerta fast ein bisschen besser hin, ne? Dann lass uns da mal den Puerta vielleicht ranpfeffern. Vor allem, weil der sonst eh ein bisschen unzufrieden wird, wenn er nicht spielen darf. Okay. Jannis Horn würde ich fast in die IV schicken. Ist halt jetzt wieder die Frage, rotiert man ein bisschen, lässt die B-Mannschaft auch ein bisschen ran oder versucht man die A-Mannschaft weiter in Topform zu halten? Auf der rechten Seite bringen wir definitiv einen Limnios, der ja zuletzt gut gespielt hat. Und Benito Raman. Inverser Außenstürmer ist er nicht, oder? Kriegt er das hin? Wobei, kriegt er nicht ganz gut hin. Dann lasse ich da, glaube ich, fast mal den Benito Raman spielen. Flick, Dumann und Puerta im Mittelfeld. Weckesser darf mit. Winsheimer darf mit. Morrison ja auch auf Länderspielreise. Ali Lun darf mit. 45 Lun. Kein Fitnesstest bei Weckesser und bei Benito Raman. Frage natürlich noch. Katterbach raus, aber der macht's so bombastisch, ne? Der macht's so bombastisch. Übrigens, Nathaniel Brown nicht für die deutsche U21 mit dabei, fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich lasse fast mal den Handwerker spielen. Das können wir machen. Und vorne, wie angesprochen, lassen wir das. Okay, werden wir mal so testen. Wir werden natürlich die Partie heute mitnehmen. Ein Testspiel muss auch sein und ich glaube, ich möchte dann zumindest zwischen Minute 45 und Minute 60 einmal komplett durchrotieren. Geht raus, spielt euer eigenes Spiel. Im Gegensatz zu Sean Parker, wie einst Thomas Tuchel als Mainzer Coach gemacht hat. Du spielst nur dein eigenes Spiel. Hier noch ein Trick, da noch ein Ding. Ne? Ich krieg's leider nicht perfekt zusammen. Aber so oder so ähnlich war scheinbar unsere Ansprache. Wir trinken einen Schluck Kaffee und hoffen, dass das gegen Bayern Hof gut wird. Wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es ein Doppelpack von Ricardo Pepi.
Mal schauen, ob dieser Wunsch in Erfüllung geht. Gerne natürlich auch mehr. Aber wir schauen mal. So, da war scheinbar Tor Nummer 1. Handwerker. Und es ist nicht Pepi. Geklärt, aufpassen. Flick, Limnios. Und dann ist es Puerta. Junge, der haut den aber mal perfekt. Zentimeter entfernt vom Pfosten rein. Herrlicher Treffer. Also, Limnios mit der Vorlage, Puerta mit dem Tor. Auch das tut ihm gut, wenn er dann gleich von Beginn an spielen soll. Und wir machen gleich das zweite. Janis Horn, Benito Raman. Sehr schön gesehen. Tim Handwerker zieht in die Mitte und schließt den selbst ab. Okay. Tim will's wissen. Heute also statt Brown in der Partie, macht direkt die Bude. Das sieht ordentlich aus. 21 Minuten durch. Eine Chance zugelassen für Bayernhof. XG von 0,46, also gar nicht so schlecht. Aber wir machen das sehr ordentlich. Sehr, sehr hoher Ballbesitz. Sehr gute Passquote. 11 Schüsse schon mittlerweile abgegeben. Das ist im Grunde genommen nur eine Frage der Zeit, bis da der nächste Treffer fallen wird. Wie gesagt, allen voran. Pepi hängt notentechnisch. Jetzt mal die Defensive weggerechnet, so ein bisschen in der Luft. Aber der wird, solange er zumindest fit ist, seine 90 Minuten noch durchspielen. Soll aber noch nicht so ganz sein. Eine Minute gibt es nochmal oben drauf. Okay. Okay, okay, okay. Wir machen das gut, aber ich denke, wir können noch einen Zahn zulegen. Bei Pepi, der ist jetzt high. Sagen wir, da sind wir unzufrieden. Und ansonsten können wir durchaus mal wechseln. Defensiv habe ich da gar niemand mehr mit dabei, ne? Ich nehme mal Limnios raus, bringe einen Okunuki. Und Winzheimer haben wir ja auch noch, ne? Die Benedetto eventuell mal für Taylan Duman. Ali Loon mal für Flo Flick. Und Katterbach kann auch mal raus. Ja, ja, ja. Wobei ich vielleicht bei Ali Loon noch mal kurz ein paar Minütchen warte. Wenn es da hieß 45 Minuten, dann bringen wir den eher mal so zur 60. Um nicht allzu viel zu riskieren. Ich glaube, das macht fast insgesamt ein bisschen mehr Sinn. So, wir loben noch mal. Sprechen gut zu. Wir können theoretisch, fällt mir gerade auch auf, nochmal eine Mannschaftsansprache halten. Vor dem Duell gegen Rostock. Das könnte auch nochmal ganz gut sein. In der Phase, in der es ja jetzt echt überragend läuft. In der Phase, in der wir auch auf Platz 1 gesprungen sind, glaube ich, ist das gar keine schlechte Idee. Ich hoffe, ich denke dran. So, Raman lasse ich noch ein paar Minütchen spielen. Ali Loon kommt rein für Flick. Kriegt Brown ein paar Minuten. Ja, Tim ist ein bisschen K.O. Dann machen wir das so. Und dann werden wir gleich nochmal. Ja, ist die Frage, ob ich dann nochmal. Nehme ich Pepi raus? Oh, Pepi, kannst du nicht einfach ein Tor machen, Pepi? Mach doch mal ein Tor, bitte. Raman, hört er auf mich? Handwerker. Wo ist Ricardo Pepi? Ja! Ah, nee, das ist wieder Puerta. Das ist wieder Puerta, oder? Irgendwie war er noch abgefälscht, aber. Ja, das Tor gehört natürlich Puerta. Im Idealfall bis zum 75. Pepi noch eins, dann könnte ich nochmal einen Kanya oder so bringen. Der dann auch eine Note kriegt. Aber mir ist es egal, ich mach's trotzdem. Also, Kanya darf rein und ein Weckesser darf nochmal rein für Raman. Und dann passt das, das können wir so lassen. Ich erwarte eine gute Leistung, wir gehen rein. Wahrscheinlich jetzt 3 Minuten Kanya mit dem Tor. Es wäre der absolute Klassiker. Aber insgesamt das Ergebnis super in Ordnung. Hinten sogar echt ein bisschen was zugelassen. XG von fast 1. Und jetzt ist es Okunuki, der überhaupt. Jetzt macht Kanya sein Tor, ne? Das kannst du keinem erzählen, Freunde. Das kannst du keinem erzählen. Ha! Kanya macht die Bude. Und jetzt sag nicht, er macht 2. Ah, ne, war abseits da unten, okay. Kanya macht die Bude. Puerta fast mit seinem 3. Also, das ist schon mal ganz gut. Puerta, der dann für Mats Möller-Deli gegen Rostock von Beginn an spielen wird. Das Mittelfeld mit Puerta, mit Taylan Duman und mit Flo Flick, wenn sich nichts ändert. Beziehungsweise, wir haben ja auch noch Jens Kastrop, der aus der Länderspielpause dann mehr oder weniger mit zurückkommt. Also auch da mal schauen. Der will natürlich auch von Beginn an spielen und sollte eigentlich auch. Werden wir uns auch mal anschauen. Sehr schön. Okay, so, weg gestern nochmal 1-2 Tage mit einer Wadenverhärtung raus. Das Training haben wir soweit alles eingestellt. Dann soll der FM hier einmal bitte gerne kurz durchspeichern. Und dann gehen wir es an. Können wir gegen Rostock den nächsten wichtigen Sieg einfahren?
Gute Aufstellung für ein Testspiel. Katterbach hat die Chance, Eindruck zu schinden. Können wir eigentlich, das wollte ich auch noch mal kurz schauen, können wir bei Katterbach den schwachen Fuß trainieren? Nee, ne? Aber der ist ja auch, hat zumindest einen guten rechten und trainiert das auch. Und dann geht's für uns gleich gegen Alois Schwarz, Freunde. Gegen Hansa Rostock, auswärts, das wird nicht leicht, aber ihr seht's, die letzten Begegnungen, wir hatten ja bisher zwei scheinbar einen Sieg und einen Unentschieden. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich kann mich nicht mehr großartig an irgendwas erinnern. Wobei, war nicht letztes Jahr das allererste Spiel gegen die? Ich glaube fast schon, und das ist Alpha Touré, den wollten wir ja auch haben. Der Mann hat sich dann am Ende für Paderborn entschieden. Sehr, sehr interessanter Spieler für komplett for free, 18 Jahre aus dem Senegal. Hätte ich damals gerne mitgenommen. Aber ihr konntet euch daran erinnern, es hat nicht funktioniert. Da haben wir mal einen Paul Werner, auch nicht schlecht. Becker und Co. können wir, glaube ich, fast noch lassen. Das Einzige, was mir gerade vielleicht noch einfällt, was wir in dieser Folge mit aufnehmen können, während ich, glaube ich, hier mal dem ein oder anderen nochmal 60 Minuten mitgebe. Framberger kann gerne durchspielen. Horn machen wir 45. Winsheimer 90. Kastrop, ist der schon wieder zurück oder was? Dann kriegt Kastrop auch nochmal 45, Ali Lun 60, Karl Klaus 90, Tim Handwerker 45 potenziell, Flo Flick nix, Puerta nix, Di Benedetto 60, Julian Kanya auch nochmal 60. Can Uzun 2 Vorlagen beim 4:2-Sieg der Deutschen U21 gegen Kasachstan. Finn Jelch auch gespielt. Uzun eine 7,9, Jelch eine 6,7, Morrison für Schottland. 2-1 verloren gegen die italienische U21 mit einer 6-9 und auch mit der Vorlage. Liam Morrison als IV. Sehr, 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 sehr stark. Gefällt mir. Nee, was ich gerade sagen wollte, wir können noch mal reingehen und können theoretisch noch mal einen Scouting-Fokus mitgeben. Und zwar, ich mache hier mal alle Positionen potenziell. Laufende Prio. Gerne nur Transfer, ja, in dem Fall nur Transfer, was ich vorhab. Die derzeitige Fähigkeit, ich schraube die einfach mal ganz runter, weil es mir völlig egal ist. Und pack einfach mal die potenzielle Fähigkeit auf 4 hoch. Maximal 29. Und was ich vor allem mitgeben möchte, ist Vertrag auslaufend. Na doch, in einem Jahr, das passt. Also die Verträge, die praktisch zum 30.06.25 auslaufen, absolut richtig. Dass die da alle mal am Start sind, eventuell finden wir da irgendwas Interessantes. Leo Metzler. Ja, es wäre natürlich dann allen voran in Richtung, oh, Louis Schauer, auch brutal, ne? Sehr, sehr gute Attribute, aber ein bisschen älter. Allen voran natürlich im Idealfall wieder junge Leute, also das ist klar. Dass wir da vor allem gucken müssen, junge Talente zu kaufen, beziehungsweise ablösefrei mitzunehmen, wie wir es halt jetzt auch so machen, ne, bisher. Und wo ich echt sehr gespannt bin, sowohl wenn wir aufsteigen sollten, als auch wenn wir in der Liga bleiben sollten, was passiert mit Can Uzun, mit Nathaniel Brown, mit Jens Kastrop und Co. Finn Jelch, habe ich Jelch gerade gesagt? Ich bin mir gerade schon wieder unsicher. Also was machen wir mit den ganzen jungen Talenten? Also nicht, dass ich die verkaufen möchte, ich würde die am liebsten für immer in dem Safe halten, aber das wird ja wahrscheinlich eher unrealistisch sein. Deswegen wird da die Frage sein, was wird da passieren? Aber darum müssen wir uns Gott sei Dank jetzt noch keine Gedanken machen. So, Spielvorbereitung vor Rostock läuft an und der Spieltag ist gestartet. Dresden gegen Magdeburg, Braunschweig gegen Osnabrück. Tendenziell eher Partien, wo es um die Abstiegssorgen geht. Magdeburg mit einem 4-2 Arslan-Doppelpack. Gegen den Ex-Verein. Osnabrück gegen Braunschweig 0-0. Osnabrück also weiterhin ohne Sieg. 10 Spiele, 5 Siege, 5 Unentschieden, 5 Niederlagen. Auch der KSC ja noch ohne. Also das ist wirklich Wahnsinn. Was die da in Karlsruhe machen, das ist ja nicht in Worte zu fassen. Lasst uns mal gemeinsam vielleicht gucken. Gibt es da irgendeine Art Erklärung für? Transferchronik? Die mussten nicht mal jemanden abgeben. Großartig, nee. Also, was die machen, was die Karlsruhe machen, schaut euch mal die Truppe an. Was ist denn das? Warum, frage ich mich da. Wie ist sowas möglich, mit so einer Truppe nicht zu gewinnen, dass du mal irgendwie so eine schwierige Saison hast, okay. Aber das ist ja Wahnsinn.
So, Goller bekommt nicht die vereinbarten Einsatzzeiten. Hoffen wir mal, dass das wieder besser wird. Und Hansa Rostock mit 3 Siegen aus den letzten 5 Spielen. Also gar nicht so verkehrt unterwegs. Darmstadt besiegt, Paderborn besiegt, Osnabrück besiegt, gegen Duisburg und Kiel verloren. Und hoffentlich gesellt sich jetzt da gleich eine weitere herrliche Niederlage dazu. Während wir mal gucken. Also Manu Winzheimer kann ich mal dauerhaft verfügbar machen. Ein Erik Weckesser. Das machen wir nicht. Also wir müssen bedenken, wir spielen morgen und die zweite spielt auch morgen. Also alle, die ich jetzt hier mit reinnehme, die können dann morgen nicht mit in einer Ergänzungself sozusagen stehen. Die Frage ist nur, brauche ich einen Weckesser? Usun ist zurück, Limnios, Hangbo. Na, Weckesser kann eigentlich da auch nochmal spielen. Raman und Co. Ja, lassen wir Weckesser lieber nochmal ein bisschen Spielpraxis kriegen. Ich glaube, das ist insgesamt wichtiger, als dass er jetzt bei uns in der zweiten Mannschaft mit auf der Bank sitzt. Das machen wir so. Also, ich bin ein bisschen angespannt. Ich weiß gar nicht warum, aber auswärts in Rostock eh nicht leicht. Auf der anderen Seite, wir sind ja sehr gut in Form. Also, warum soll das nicht klappen? Ich habe nur Angst, dass heute irgendwie die Serie endet. Also, wir werden sehen. In der U19 sieht es weiterhin gut aus. Die Bayern marschieren ohne Ende, aber wir halten zumindest halb. Was heißt, wir halten mit? Wir hängen uns dran. jetzt schon 8 Punkte hinter den Bayern, aber die sollen da machen, was sie wollen. Solange unsere Spieler da gut entwickelt werden. In der A-Jugend und Möglichkeiten haben, eventuell nach oben zu stoßen, ist alles in Ordnung. So, Paderborn und Düsseldorf gehen erstmal wieder an uns vorbei, jeweils mit einem Auswärtssieg. Die Westrostadt gegen Darmstadt 1-1 und Köln besiegt Kiel mit 2-1. Und wir dann ausnahmsweise mal an einem Sonntag. War gefühlt bisher noch nicht so oft der Fall. Kann aber auch sein, dass ich mich wieder vertue. Die spielen in einem 3-4-2-1, wo wir durchaus in der Mitte ein bisschen Möglichkeiten kriegen könnten. Je nachdem, na, wird man mal schauen. Außenverteidiger natürlich auch, hinter die Dreierkette zu kommen, auch durchaus eine Option. Ich will aber gar nicht großartig viel verändern, weil ich da meinen Leuten definitiv vertraue. Das werden wir zu 100% hinkriegen. So, die Frage ist gerade, was wir machen, aber ich glaube, Puerta darf mal von Beginn an spielen. Wir nehmen mit Framberger, Handwerker Horn, Di Benedetto, Kastrop, Limnios, Okunuki und Kanya. Da ist jetzt nur die Frage. Benito Raman. Kanchi Okunuki Ali Loon. Di Benedetto ist ein bisschen müde. Oh, muss ich Raman schon wieder auf der Bank lassen? Ich nehme ihn mal lieber mit statt eines Okunuki. Einfach aufgrund der Tatsache, dass der nochmal einen deutlich geileren Abschluss hat. Okunuki hat ja dann einen 9. Limnios mit einer 11. Also dann haben wir nochmal über den Flügel kommen, einen stärkeren Abschlussspieler. Und Ali Loon dann erstmal außen vor. Ich weiß nicht, ob ich dann bei Ali Loon noch mitgeben kann. Verfügbar für Nürnberg 2. Im nächsten Spiel dann. Ich weiß nicht, ob das noch geht oder ob die schon... Haben die jetzt schon gespielt? Ich glaube, die haben schon gespielt, oder? Ich habe doch hier irgendeine Nachricht gekriegt. Schauen wir mal ganz kurz. Nee, heute 14 Uhr, sehr gut, dann kann ich den da nochmal mit reinwerfen. Ah ja, hier sind wir ja. Dann machen wir hier nochmal Ali Loon, verfügbar 90 und Kanchi Okunuki dann auch nochmal 90, oder? Dann sollte das doch passen. Dann ist das ganz sinnvoll. So ist es. Finjelic geht mit einer gelb vorbelasteten Geschichte da rein, aber das wird. Und damit gehen was an, Freunde. Auswärts in Rostock, Puerta statt Mats Möller-Deli. Ansonsten die alten, bekannten Gesichter, die auftreten werden. Und, oh, Bialek haben die vorne drin. Ex-Wolfsburger, auch nicht so schlecht. Wir geben mal tatsächlich mit. Die Fans erwarten einen Sieg, enttäuscht sie nicht. Wisst ihr, warum wir das machen? Um auch mal so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, wie die Mannschaft reagiert auf ein bisschen mehr Druck von innerhalb. Ja? Wie kommt die Mannschaft damit klar, wenn auch der Coach so ein bisschen was mitgibt? Ich bin sehr gespannt. Wir gehen rein. Rostock. Gegen den Club geht die ungeschlagen Serie weiter. Schaffen wir es, die ersten 10 Spieltage komplett ohne Niederlage dazustehen. Katterbach mit Hangbo. Thailand Dumann. Ball abgelegt. Jekyll, Katterbach, Florian, Pfleg, Puerta mit dem 1-0. Der Mann, der reinrotiert ist, für Mats Möller-Deli trifft. Der Mann, der im Testspiel reinrotiert ist, doppelt getroffen hat, plus ein Abseitstor gemacht hat. Also Puerta hat in diesem goldenen Oktober
durchaus was vor. Guckt euch das mal an. Flick Puerta, es ist ein bisschen Glück dabei. Aber es ist das Glück des Tüchtigen und damit eine ganz frühe 1:0 Führung. Und die tut sehr, sehr gut. Gegen eine Mannschaft, die wahrscheinlich eher sich auf die Defensive konzentrieren wird wie Rostock. Aktueller Stand der Dinge. Wir hätten den von Hösch geforderten 2-Punkte-Schnitt. 10 Spiele, 20 Punkte. Wir wären zurück auf Platz 1. Und natürlich das Wiedersehen mit Amo Gürleyen fällt mir gerade auf. Gürleyen, der Ex, oh, wichtig von Brown, der Ex-Klubberer, also in der Startelf bei Hansa Rostock, der Mann, der unbedingt weg wollte, warum auch immer. Ich weiß nicht, was er an Rostock hat im Vergleich zum Club, wo er ja auch neben Jelsch gemeinsam höchstwahrscheinlich die Startelf gebildet hätte. Aber wenn er will, soll er das machen. Ja, wir haben nochmal ein bisschen Kohle bekommen. Und unsere Defensive, das haben wir auch analysiert, steht an sich ganz gut. Schumacher kommt Rostock zurück. Flanke in die Mitte. Bialek an den Pfosten und Kinsombi macht den. 10. Minute, 1:1. Christian Kinsombi, Rostock wieder da. Der Trainer spricht von einer Abwehr, die gut steht und schon kommt das Gegentor. Ich weiß gar nicht, wer es war. Es ist ein Flick. Nee, es ist ein Jäkler, die 6, der da den Gegenspieler so ein bisschen aus den Augen verliert. Alles in allem aber auch einfach natürlich ein Quäntchen Glück, dass der da hinprallt. Versuchen abzuhaken und einfach weiterzumachen. Can Uzun geht in den 16er. Uzun nimmt Finn Jelch mit. Oh, Florian Flick. Thailand Duman schon mal ganz unten. Duman nimmt nochmal Flick mit. Kurz da mal Katterbach, der den Weg angedeutet hat. Ballverlust, Umschaltsituation für Hansa Rostock. Bröger. Es könnte verdammt gefährlich werden. Simon rein. Bialek war im Abseits. Bialek war im Abseits. Die Kogge schlägt zurück. Die Kogge schlägt zurück. Robert Hartmann wird nochmal das Ganze prüfen, aber das war eindeutig. Ich weiß gar nicht, der andere Rostocker, der da nach vorne reingezogen ist, ich glaube, der könnte eventuell nicht im Abseits gewesen sein. Er hier. Ja. Aber so einmal tief durchatmen. Rostock aktuell mit 14 Punkten aus 10 Spielen in der Live-Tabelle. Für die geht es dann natürlich darum, einfach drin zu bleiben. Und die nächste Möglichkeit, Kai Pröger. Boah, wir sind da gerade nicht wirklich wach. Rostock macht Druck. Das hat Selbstvertrauen gegeben, dieses 1:1. Aber Martin ja erstmal da, wichtig. 20 Minuten auf der Uhr. Ich bin trotzdem guter Dinge. Zumindest jetzt gerade. Vor dem Spiel nicht, aber jetzt gerade schon. Wir werden das rocken. Can Uzun. Auf Thailand Duman. Hat ein bisschen Platz. Schiebt da auf die Kette zu. Hangbo sucht die Lücke. Joe Hangbo. Joe Hangbo. Puerta Pepi. Immer wieder Pepi, der die Dinger nicht reinkriegt. Mensch. Ricardo. Ricardo. Macht ihn leider nicht. Wir ermutigen und es gibt die Ecke. Kurz ausgeführt. Joe Hangbo. Ball abgelegt. Finn Jelch auf Florian Flick. Nochmal Duman. Duman. Eigentor Rosbach. Nehmen wir mit. Damian Rosbach. FIFA-Jubel. Und damit das 2:1. 25. Minute. Da weiß auch keiner so recht, wie er jubeln soll. Trotzdem schön gemacht. Im Zuge einer Standardsituation eine Ecke. Ich habe Grüße an der Stelle an den lieben Smarty aus dem Twitch-Chat, an den Twitch-Mod. Ich war mal so frei und habe seine Standards hier reinkopiert. Also die Standardvarianten, die er für uns erstellt hat mit Esbjerg, die habe ich mal hier reingepflanzt und schon funktioniert. Wahnsinn, dieser Smarty. Aufpassen. So, und jetzt aber bitte nicht wieder genau dasselbe Problem haben wie eben. In Führung gehen und kurz drauf den Ausgleich kassieren. Jetzt hier konzentrieren. Walters. Auf Gürleyen. Rosbach. Fehler. Hangbo dazwischen. Hangbo ist schnell. Hangbo hat Bock und nimmt Katterbach mit. Florian Flick. Ball kommt nicht durch. Somit wieder die Kontermöglichkeit. Da sind wir ein bisschen offen. Das sind die Ballverluste, die so natürlich nicht passieren sollten. Müller, Flick gewinnt zwar den Ball. Er kommt trotzdem zum Gegner. Und Kinsombi und Müller. Boah, Freunde. 4-4, Yannick Müller. 30. Minute, 2:2. Wir gewinnen irgendwie die Zweikämpfe in der Situation, aber die Bälle prallen trotzdem dann wieder zu den Rostockern zurück. Wieder alles ausgeglichen. Das ist ein bisschen ein Hin und Her. Du, Mann. Die Länderspielpause
ist vorbei und die zweite Liga, sie geht wieder in die Vollen. Can Usun geblockt. Gute Möglichkeit für unseren Golden Boy, aber dabei geht leider nicht aufs Tor. Nathaniel Brown. Sehr, sehr chancenreiches Spiel jetzt. Usun. Auf in Jeltsch. Florian Flick. Katterbach. Hangbo läuft. Fragezeichen. Ja. Flach quer. Guter Ball. Oh, Rosbach, Mensch, gerade hast du es besser gemacht. Kann Rosbach nicht nochmal ein Eigentor machen? Nochmal Flick auf Puerta. Aber das ist gerade das Problem. Ich meine, jetzt arbeitet er gut mit zurück, der Puerta, aber im Positiven, der steht halt dann schon am 16er und orientiert sich einfach sehr weit vorne. Heißt, du hast nochmal mehr Möglichkeiten direkt an der 16er-Kante. Aber wenn diese Bälle nicht ankommen und Rostock schnell umschaltet, dann fehlt halt genau Puerta, um eventuell auch mal den Konter mit abzufangen mit Duman und mit Flick. Vor allem dadurch, dass Duman ja auch ein BBM ist. Aber gut, Thailand Duman ans Aluminium. Jeltsch, Kolke hat ihn. Schöner Freistoß. So, ich ermutige nochmal. Und wir gehen in die letzten drei Minuten. Nathaniel Brown, nächster Standard. Ball kommt rein. Da ist ein Noah Katterbach. Katterbach legt ihn sich auf den linken. Thailand Duman auf Gustavo Puerta. Schöner Ball auf Brown. Der geht in den 16er, verliert ihn vorerst. Dadurch, dass wir aber gut stehen, können wir ihn prompt zurückerobern. Da Thailand Duman, Ecke. Mal schauen, ob es nochmal eine Möglichkeit gibt. Es ist wieder eine Standardsituation. Es ist wieder eine kurze Ecke vielleicht. Ja, Hangbo, Flick, Fehler. Aber Flick hat ihn nochmal. Jeltsch. Letzten zwei Minuten laufen, gibt nochmal eine Ecke. Also viele Standards, die hier zu Highlights werden. Brown. Ablegen, ablegen und mach den Hangbo. Mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Boah. So schön den angenommen, mitgenommen, abgeschlossen. Was heißt, der abgeschlossen war nicht so schön. Das kann man besser machen. Und scheinbar ist unser Ziel hier, mit kurzen Ecken gefährlich zu werden. Ja, gibt gleich einen Freistoß. Bialek geht da zu stark rein. Den sehen wir auch noch. Thailand Duman, schau mal hier hinten. Schau mal hier, schau mal hier, schau mal hier auf Jekyll. Genau da hätte ich den auch hinspielen wollen. Aber wer kriegt den nicht aus Tor gedrückt? Wir gehen in die Pause. Schauen wir mal ganz kurz rein in die Statistik. 11 Schüsse, also hinten raus im ersten Durchgang nochmal richtig Gas gegeben. Ich bin stolz, Abwehr war nicht gut. Ihr könnt den Unterschied ausmachen. Ich bin unzufrieden mit den Abschlüssen. Da fehlt es einmal mehr. Da ist wieder die Option, Julian Kanya zu bringen, Fragezeichen. Thailand Duman auch nur mit einer 6-5. Nathaniel Brown 6-5. Aber wir haben Optionen auf der Bank. Nichtsdestotrotz, eventuell können wir den Schwung, den wir jetzt eben noch rausgespielt haben, in den zweiten Durchgang mitnehmen. Guter Ball, Duman. Da möchte ich jetzt zur Pause noch nicht direkt wechseln. Freistoß, Duman. Frederik Jekyll. Heute ist wirklich Tag der Standards bei uns. Allererstes Pflichtspieltor für den 1. FC Nürnberg. Kein Abseits, kein Nichts. Es ist, ich glaube, wieder Rosbach. Hat Rosbach die 4? Ja, der da nicht nachkommt. Also der hat heute einen beschissenen Tag, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und Jekyll bringt uns erneut in Führung. 3-2. Und jetzt kommt wieder Rostock. Wenn jetzt zum dritten Mal nach einer Führung der Ausgleich passiert, Freunde. Das kann ja wohl nicht sein. Rein auf Rosbach. Kai Pröger. Jetzt war es ein Eigentor von Jekyll. Was ist denn das für eine verrückte Partie hier? Jekyll innerhalb von 10 Minuten mit einem Tor und einem Eigentor. Das kannst du doch langsam niemandem mehr erzählen. Wir gucken nochmal. Rosbach mit der mehr oder weniger Vorarbeit oder Vorvorarbeit. Pröger dann quer. Ja gut, ich meine, was will er machen? Der Ball wäre so und so rein. Muss da irgendwie in den Zweikampf, aber natürlich bitter. So, wir werden jetzt wechseln in der 60. Wir gehen jetzt rein. Wir müssen ein bisschen was tun. Thailand Duman kommt raus. Jens Kastrop kommt rein. Handwerker auf der linken Seite für Brown. Und vorne kommt ein Julian Kanya rein. Can Usun auch raus. Fragezeichen. Benito Rahman rein. Freunde, da wird auch einfach mal ein Vierfachwechsel ausgepackt. Hösch ist stinksauer. Lustigerweise Hansa Rostock mit 2 Schüssen aufs Tor und 3 Toren übrigens gerade.
Solche statistischen Ungereimtheiten soll es geben. Puerta, Finn Jelch. 6 Tore in Rostock. Wir haben eigentlich echt eine solide Defensive und kassieren heute 3 Dinger da. Kurioses Spiel. Jeke. Kastrop. Ja, spielt er oben mit. Geh mit. Hangbo auf Katterbach. Ball kommt nicht an. Kinzombi nimmt Kolke mit. Rosbach, langer Ball. Haben wir. Jekel, sehr gut. Katterbach, Kastrop, schön weitergespielt. Puerta, Florian Flick. Wieder Katterbach. Wir machen Druck. In der Mitte ist Kanya. Wie macht er denn jetzt den? 62. Minute. Julian Kanya trifft. Und damit das 4:3. War der jetzt mit der Hacke? Ich schau mal, dass ich vielleicht... Nee, ich kann leider nicht hinzoomen. Schauen wir uns ganz genau an. Katterbach? Der macht den mit der Hacke. Der Ball knallt hier gegen Kanya, steht hier unten. Also ich würde fast sagen, den macht er herrlich mit der Hacke rein. Aber gut. Ich gehe mal auf variable Flanken, auch wenn die flache Flanke gerade sehr gut funktioniert hat. Aber kann ja beides. Jetzt hör aber auf! Freunde! Nicht jetzt aus einem 4-3 noch ein 4-4. Ich mach mal disziplinierter und nimm mal, was die... Das schnelle Spielen angeht, was das Tempo angeht, ein bisschen was raus hier. Halt! Schmarrn! Warte mal, das war völlig schmal. Falsch. Hier wollte ich hin. 72. Wo können wir nochmal was tun? Wir gucken mal. Platt, Katterbach und ein bisschen nervös. Hangbo mit einer 6-4. Bringe ich nochmal einen Limnios? Fragezeichen. Ich bringe nochmal einen Limnios vorne rein. Let's go. Bringen wir nochmal einen Limnios. Da ist er. Allerdings, was ich dann bei ihm ganz gerne mitgeben würde, der darf wieder härter in die Zweikämpfe gehen. Das war ja nur auf Hangbo jetzt. Diese individuell taktische Anweisung. Kanya bleibt hängen. 5-3 wäre jetzt natürlich die Entscheidung gewesen. Diese zweite Liga ist verrückt. Und es gibt mal wieder einen Standard. Limnios nimmt sich der Sache an, nimmt Handwerker mit. Nochmal Limnios. Flick. Flanke, super. Boah, war die schön. Aber dann kann ja von 3-4 Leuten gedeckt. Jekyll auf Florian Flick, Limnios mit der Hacke und Brahman mit dem Abschluss. Freunde, wir spielen es hier echt schön. Mittlerweile der 16. Schuss aufs Tor. Unglaublich. Und Rostock kommt. Pröger, Müller, Hüsing, Müller. Ahmed Gürleyen, das fehlt noch, dass der auch noch eine Bude macht. Martinja hat ihn. Und wir gehen in die letzten 10 Minuten. Bitte einfach das unten. Auch gut. Bitte macht einfach das 5-3, dann bin ich doch hier zufrieden. Limnios. Immer noch Limnios. Geblockt. Nochmal Limnios. Es ist so ein verrücktes Spiel. Und Puerta macht's auch nicht. Mein lieber Herr Gesangsverein. Das hältst du im Kopf nicht aus. Nächste Ecke. Die wird scheinbar wieder kurz ausgeführt. Aber die Rostocker kommen damit nicht klar. Die Spieler erkennen, okay, so eine Art kleine Überzahl. Das machen wir. Zumindest mit dem... Boah, ist das schön. Schade. Mit demjenigen, der dann die Ecke gespielt hat und mit dazu stößt. Hast du dann 3 Leute, die da unten stehen. Das klappt ganz gut. So, Raman sieht nochmal gelb. Wir gehen jetzt mal rein, machen das Zeitspiel so ein bisschen an, verzögern das Spiel. Und machen das mal so. Ansonsten, ihr seht es ja hier, Matchmomentum spricht nur für uns und trotzdem 3 Gegentore kassiert. Limnios, Puerta, verliert ihn, kann ihn sich aber nochmal zurückerobern. Gustavo Puerta, auf Florian Flick, schöner Ball auf Limnios, kriegt er den quer, legt nochmal ab, Katterbach, Kastrop nach hinten, da ist Florian Flick, Puerta und die nächste Ecke. Puerta und die nächste Ecke, das könnte auch ein Buchtitel sein. Ah. Freunde, 5 Minuten. Was ist das für eine Partie? Vasiliadis kommt rein. Müller, der Torschütze, geht raus. Genauso Ingelsson und singender Partie. Nächster Ex-Klubberer mit Sabrit. Sing. So, ausnahmsweise mal keine kurze Ecke. Und da ist wieder Florian Flick auf Katterbach. Gut, auf Kastrop. Sehr gut. So, wir gehen nochmal ein bisschen mehr rein. Hinterlaufen machen wir raus. Und dann muss das doch bitte reichen.
Die letzte Minute in Rostock und das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Rossipal. Oh. Das hätte jetzt noch gefehlt, aber Schluss aus vorbei. Es war der Wahnsinn. Ein absolutes Spektakelspiel im hohen Norden, aber wir gewinnen am Ende des Tages mit 4:3. Ich muss erstmal kurz ein bisschen durchschnaufen. Stehen damit wieder auf Platz 1. Schalke punktgleich gewinnen gegen den FC St. Pauli mit 1:0. Der KSC holt die ersten 3 Punkte. Na guck, gegen die alte Dame aus Berlin. Und wir also hier wieder oder weiterhin ganz oben. Und spielen dann gegen den Tabellenfünften aus Köln. Das wird eine absolut brutale Partie, die wir dann im nächsten Part sehen werden. Aber gut, ich nutze jetzt erstmal die Zeit, um durchzuschnaufen. Das ist die Tabelle. Die ersten 10 Spieltage ungeschlagen. Die einzige Mannschaft aus der ganzen Regionalliga, der ganzen dritten Liga, der ganzen zweiten Liga und der ganzen Bundesliga, die noch kein einziges Pflichtspiel verloren hat. Da sind wir sehr stolz drauf, meine Damen und Herren. Da wollen wir weiter anknüpfen. In dem Sinn, wenn es euch gefallen hat, schöne, herrliche 40-Minuten-Folge. Dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Twitch gerne auschecken. Und wenn ihr den FM kaufen wollt, ist auch ein Link unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich einmal mehr für jeglichen Support. Und wir sehen uns dann wieder morgen mit der nächsten Partie gegen Köln, Freunde. Gegen den ersten FC Köln. Ja, so oder ähnlich. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.